Was soll denn der Mist? Ich glaube, es wird mal wieder Zeit für ein neues Holzlach-Video. Zwei Stunden später. Sag mal, kann das sein, dass deine Säge stumpf ist? Du sägst da jetzt schon seit 3 Stunden dran. Willst du was gegen meine Säge sagen? Naja, wenn du meinst. Ich hab's auch gleich geschafft. Ich bin gleich durch. Und wir sind doch durch. Ging doch super schnell. Haben es geschafft, dann können wir endlich weitermachen. So, dann zeige ich Ihnen mal das an. Ich glaube, ich messe noch mal nach. 20,1 passt. Vorsichtig, Jan, vorsichtig. Nicht weiter. Lieber noch mal nachmessen. Das ist noch in Ordnung. Das passt noch. Wichtig, damit wir unsere 20,1 genau haben. 20,1 wollten wir haben und wir haben 29. Fuck! Okay, dann wollen wir uns mal ein Tutorial raussuchen, wie ich gerade säge. Ich glaube, das sollte ich hinbekommen. Hat Alice die Säge so angesetzt und hat dann... er hat vorher angezeichnet. So war das auch im Tutorial. Das ist schräg. Ich gucke mir nochmal ein Tutorial an, wir versuchen es noch ein zweites Mal. Ich guck mir zur Sicherheit nochmal parallel eins an, während ich das durchsehe. Dieses Mal machen wir es wirklich genau wie im Video. Jetzt weiß ich aber, dass wir 100% gerade sind. Lass uns zusammen gucken. Ey, so eine... Bei diesem Video ist kein Holz unnötigerweise zu Schaden gekommen. Ja, dann lass uns mal kurz das kleine Stück Holz hier zusägen. Nimm am besten die Handsäge für, da geht ja am schnellsten. Ich säge hier gar nichts elektrisch zu. Ich hole mir dafür mal eben meine Handkreissäge. Damit machen wir das. Also nicht völlig unnötig, das ist nur so ein kleines Stück Holz. Das kann man doch eben mit der Handsäge machen. Und vor allem wird das dann auch gerade. Deine Handkreissäge, die sägt doch nur noch schräg. Nur mal ganz vorsichtig, das wird 1A gerade. Guck mal, wie gerade der Schnitt ist. Doch nicht schon wieder schräg, ey. Ja, dann lass uns das jetzt hier mal durchsägen. Aber warum dauert das denn so lange, ey? Mann, ich hasse Sägen. Ich hasse es, wie die Pest zu sägen. Boah. Muss ich irgendein scheiß Holzstück hier durchsägen. Und es ist. Es ist jedes Mal dasselbe. Hier, ein Luftballon. Vielleicht bringt dich das wieder zum Lächeln. Letztes Mal hat das schon nicht so gut geklappt. Ich glaube, ich zeichne es mir diesmal an. Dann machen wir auf jeden Fall hier einen Strich. Hier einen Strich. Hier ein Strich, hier ein Strich. Ich glaube, ich habe mich vermessen. Ich weiß, was wir machen. Wir zeichnen ihn nochmal neu an. Dann machen wir auf jeden Fall hier einen Strich, hier ein Strich, hier ein Strich, hier ein Strich. Digga, willst du nicht mal langsam anfangen durchzusägen? Keine Angst, gleich bin ich soweit. Hier ein Strich, hier ein Strich. Ich glaube, jetzt bin ich soweit.
Ich säge mal eben das Stück Holz zu, ne? Willst du dir das Holz nicht lieber einspannen, nicht, dass dir noch was passiert? Ach, was willst du denn? Das habe ich schon immer so gemacht und mir ist noch nie was passiert. Ich säge das mal eben durch. Ah, fuck! Oh, fuck, ey. Voll den Finger abgesemmelt, ey. So ein Dreck. Aber dabei ist mir doch noch nie was passiert. Hey. Jetzt bin ich hier schon den ganzen Tag am Sägen und ich komme einfach nicht weiter. Ich weiß absolut nicht, wie ich dieses Scheißstück Holz gerade sägen soll, ey. Du, ich habe mir mal eben die Säge in die Hand genommen und guck mal. Ist ein Tag gerade. Lieben, wir sind am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich und ich konnte euch vor allem zum Lachen bringen. Vielleicht findet ihr euch in dem einen oder anderen im Stereotyp wieder. Und wenn ja, schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Ich darf danke fürs Einschalten sagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Aber eins dürft ihr nicht vergessen, gerade wenn ihr bis zum Ende jetzt durchgehalten habt. Hinterlasst gerne ein Abo, liked das Video. Und wenn euch das Video vor allem auch gefallen hat, hinterlasst, wie gesagt, einen Kommentar. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Verstehst du, ne? Finger ab. Magic. Ciao.